Wir machen erneut ein Video mit den Allies in War Thunder. Es ist jetzt das fünfte Match und in drei Matches waren Teamkiller. Es ist schwierig, was dazu zu sagen. Ich join jetzt ganz einfach mal mit dem Kleinen. Aber ich weiß jetzt, was soll man zu Teamkillern sagen? Ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, was das bringt. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ich fahre mal direkt auf B. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da jetzt überhaupt runterkomme. Ich glaube nämlich nicht. Hören wir gleich. Und ziehen nach unten. Und schauen, dass wir es von unten aufmischen. So, da hinten steht, doch, er fährt jetzt. Das schaut schon geil aus, ne? Also ich würde auf den Maps eher Sightseeing-Tours machen, als jetzt da mit Panzern zu spielen. Schaut richtig edel aus. Ich ziehe einfach mal rein. Wenn ihr abgeschossen werdet, wer abgeschossen ist, mir jetzt scheißegal. Ich will den B. Da will noch einen B. Komm, gib Gas, Junge, sonst überhole ich dich. Hupen müssten sie noch einbauen. Die Frage ist ja eher, ob man, wenn man. Oh oh. Keine kleinen rein. Wow. Ja, da sind sie genau, da sind alle hingefahren, ihr Wichser. Nur in den Wald. Ihr dürft jetzt platzen da drin. Und wenn ich im Wald bin, dann dürft es schon ein bisschen besser ausschauen. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Okay, wir spielen gegen die Deutschen. B. Sehe B schon wieder nicht. Ich will jetzt noch in B rein. Komm, gib Gas. Jetzt wird es auch nicht so langsam. Denn mit den Punkten können wir wieder neu joinen. Aber da sieht man jetzt schön auf der Seite, es ist wirklich pipifein aufgeteilt alles, ne? Die fahren nicht wie an einer Perlenschnur aufgezogen rein. Sagen wir mal direkt drauf zu.
Vielleicht haben wir Glück und der hat ja da ein bisschen mehr eingestellt. Ja, es ist dumm, dass wir da jetzt gerade gegen den Pack auch noch fahren. Ja, komm. Aber egal, komm, wir gehen in die Schlacht mit unserem Scheiße hier. Vielleicht nicht mit ganz so viel Schuss, ja. Reicht 44 Reihen auch. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ja, die haben alles eingenommen. Da war wieder ein schöner Bounce zu sehen, warum auch immer. So, aber da sieht man wieder, ich fahre eigentlich jetzt eher mehr oder weniger schwachsinnig rum. Aber das geht auf der deutschen Seite nicht. Ich weiß nicht warum. Warum? Also das schwachsinnig, dass ich schwachsinnig rumfahre, das wird immer gehen, ne? Aber warum? Ist das, warum tun sich da die Achsen oder die deutschen Einheiten Panzer da so schwer? Das verstehe ich nicht ganz. Was ist da das Problem? Was ist das Problem der Spieler? Dass er da nicht ein bisschen taktischer vorgehen kann. Die deutschen Panzer sind eher auf Snipen ausgelegt. Ja, komm, jetzt bauen sie nicht dauernd. Das war ein verkackter Zaun, Depp. So. Da durch. Ja. Er hat die Zone verlassen. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig, noch ein paar Punkte abzustauben. Ein paar zumindest, dass wir nicht ganz unten landen. Scheiß Abschusshilfe nur. Wichser. Ich zernäger den Halbert und du klaust mir den Scheiß an. Arschloch. So, die haben einen beschissenen Rückwärtsgang, das haben wir jetzt schon mal festgestellt. So. Komm, fahr rein, da wollen wir nochmal erobern. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Dann fahren wir wieder raus. Kriegst du die auch kaputt? Jo. Haben wir. Und das mit 1-0 an. Schießen die sich schon wieder gegenseitig? Hä? Beschießt ihr euch das schon wieder gegenseitig? Hä? Ihr Sackratten. Ich meine, sie stehen jetzt zwar schon schwachsinnig auf offenem Feld, muss man jetzt schon mal dazu sagen, aber sie können sich es inzwischen leisten. Eigenes Flugzeug passt. Man wird da quasi von der Übermacht erschlagen.
Ich fahre mal ein bisschen weiter darüber. Vielleicht steht da ja noch irgendwo was, was noch nicht zerschossen ist. Könnte mich ja anbieten, also das nutzt ja auch nichts, wenn ich mich abschießen lasse. Wir können trotzdem nicht mehr spawnen. Da ist ein Schandang. Ja, lass doch den Spawn in Ruhe. Ist doch kindisch. Ja, was soll ich jetzt sagen? Habe jetzt zwar nicht wirklich die Welt zerrissen. Assist oder ein Kill wurde mir auch noch geklaut von einem Tetraich. Und das können wir nicht dulden. So, Vierter. Vielleicht hätten wir den mit, wenn wir den gekillt hätten anstatt Assist, hätten wir vielleicht den sogar noch überholt. Aber ist auch wurscht, es ist wieder gewonnen worden. Von 5 Spielen 4 gewonnen. Und ja, was. Jo. Ich denke, den haben wir gerade erforscht. So, wir haben 282 übrig. Was ist denn das? Das ist der Kleine. Ja. Ja, was nehmen wir denn? Eigentlich würde ich gern das da nehmen. Oder das da. Dann ist er richtig spritzig. Ene, mene, mu und raus bist du. Ich weiß es nicht. Er soll ja eigentlich nur schnell sein, ja? Ja, komm. Er soll schnell sein. Gut, der kriegt jetzt das gekauft. Jo. Hammer. Fetch. Der hat 50 übrig. Richtantrieb ist fertig. Neuen Motor, der soll schnell sein. Fertig. Gut, dann schauen wir mal. Besatzung. Wir haben ja noch nicht mal Expert bei denen. Kommandante. Was sagst du denn? Wir haben 19. Ich will jetzt aber Expert machen. Machen wir das so. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass ich das machen kann. Ja, Expert. Können wir das bei dir auch schon machen? Oh, nein. Nein, 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 nein. Da fehlen noch ein paar. Gut. Modifikation bei der Munition. Schauen wir mal kurz, was da der Unterschied ist. Schadenswirkung ist die gleiche. Hm. 78, 67, 66. Was heißt mit Schutzkappe? Egal.
Wir brauchen ja den neuen Motor. Da kann man ja nichts auswählen. Okay, aber bei dir könnten wir vielleicht. Schauen wir mal. Wir haben jetzt da. PAPI, PAPT. Brand, panzerbrechend, Leuchtspur. Da ist es. Rot-Rot-Dingensbummens. Panzerbrechend, Brand mit Leuchtspur. Wählen wir die doch aus, würde ich sagen. Nicht wahr? Okay, in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haut da rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder ein Follow oder was weiß ich. Tschüssili.